Und deshalb erschließt sich auch, wenn sie noch so lange passiv aufmerksam glotzen, die Struktur des Seins nicht von selbst, entlarvt sich nicht von selbst, bleibt Traum in einem Schlaf, in einem Traum, weil es eben nicht um Erkenntnis geht, um Entbergung, sondern um Handlung, um Wiederholung, um Aktionismus, die tatsächliche Erkenntnis des Seins, das Aufklaffen des Daseins als eines ja Daseienden, ist immer erkauft mit dem Aufklaffen, mit dem sich Eröffnen des Tödlichen, mit diesem kurzen Schreck, Horror, Terror-Moment, das ist ja alles wirklich existent. Und weil und wenn existent, dann dem Verderben geweiht. Das ist immer nur der kurze Schockmoment, immer nur. Ja, darüber haben wir alle schon gequasselt. Man muss die Angstspannung abfließen lassen und dann wird dann dieses wohlige Aufklaren der tatsächlichen Existenz vorhanden sein daraus. Aber auch das wischt sich schnell wieder aus, denn wenn es eben unter dem Fatum, das sowieso alles ausradiert werden steht, warum dann nicht lieber die Amöbe sein, die als erstes ihr Gehirn verdaut? Und gar nicht wissen, warum im Sein ist. Die Konsequenz aus diesen drei Stufen der Amöbe, des Genießens Substanzfleisches und des akzentuierten Genießens Substanzfleisches, was will denn das Sein dann am Schluss damit, wenn es mit dieser, mit diesem Bewusstsein, mit diesem Selbstbewusstsein, mit diesem Existenzwahrnehmungsvermögen, das dieses Sein anblickt, erreichen, wenn es dann doch nur die Conditio zeigen kann, in dem dieses Sein sich befindet, in seinem Hamsterrad. Das haben wir schon, glaube ich, gelöst, das Rätsel. Auch da geht es nicht darum, dass das Sein sich erkennen will, sondern dass es die Unmöglichkeitsakzentuierung auf die Spitze treiben will, vielleicht um einen Ausweg zu finden aus diesem Wiederholungskäfig.